Hui! Du alter Wanderweg! Nein! Scheiße, ey, was macht ihr denn hier? Ah, ich hätte da rausfahren sollen. Dann fahren wir ein bisschen über den Golfplatz. Ich verliere ihn! Ich verliere ihn! Ja, schön für dich! Schön für dich! Wir müssen mal hier raus gerade. Und wir... Wir brauchen eine Straßensperre, Junge. Zwei Stück. Ah, da ist die erste. Na also, geht doch. Na, Kollege. Richtig. Eine brauchen wir noch. Dann können wir von mir aus entkommen. Dann haben wir hier soweit alle Meilensteine. Ach ne, wir brauchen ja auch noch Kopfgeld. Ich weiß gar nicht wie viel. Also 300.000, klar, aber ich weiß nicht wie viel wir haben. 5-1, bittet im aktuellen Lagebericht. Lage unverändert, waren die anderen Bezirke vor. Na los, wo ist denn die Straßensperre? Oh, jetzt bleibt... Sichtkontakt verloren. Standby. Ja, die sind ja auch dämlich. Habe Sichtkontakt. Code 3. Na dann, fahren wir mal hier durch. Verdächtiger ist gerade in das Gefängnis gecrashed. Oh, ist das lustig. Wahnsinn, ist das lustig, ey. Ich lach mich tot. Zugriff. Zugriff. Ich kriege ihn nicht. Nicht. Ich hab's mit allen Tricks. Wir sind ganz kurz. Jetzt sind wir auf Alarmstufe 3. Meldung an alle Einheiten. Die Einsatzleitung hat die Alarmstufe auf 3 erhöht. Die State Patrol hat jetzt nur die Leitung über diesen Einsatz. Ja, klappt ja schon super. Die Einheiten sind echt der Wahnsinn. Auf dem Weg zur Code-3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gemeldet. Straßensperre! Auf dem Ocean Hills Drive. Absperrung erzwingen wieder. Immer noch. Bam. Auf Wiedersehen, Kollege. Verdächtiger war weiter flüchtig, setzte 10/87 fest. Yeah. So. Alle Einheiten. Er ist durch die Luft geflogen. 10:33, 10:33, ich bin hier alleine, brauche mehr Verstärkung. Nein, brauchst du nicht. Verstärkung ist immer noch 2 Minuten entfernt. Ach, verdammt. Er macht die Promenade unsicher. Schnauze, Opa. Code 6 ist uns in die Seite gefallen. Ja. Im echten Leben wirst du das nicht übernehmen, Kollege. Beschädigt, verfolge weiter. Alle so. Einheiten im Umkreis. Der Code-6-Verdächtige wurde zuletzt gesehen in südlicher Richtung auf dem Ocean Hills Drive. Ihr habt grünes Licht. Absperrung des Sektors ist genehmigt. Und da sind wir nun also entkommen. Dann schauen wir mal, ob wir jetzt... Jawohl. Oder? Alles was anderes. Hey, ich bin's. Angeblich interessiert sich dieser Bulle Cross für dich. Er fährt eine C6 Corvette, also halt die Augen offen. Seine Street Racer Staffel sucht nach dir. Lass dich von denen nicht erwischen. Die sind immer zu dritt unterwegs und versuchen einen einzukreisen. Du kannst mir glauben, mich haben die auch so gekriegt. Ich sag dir Bescheid, wenn ich was Neues erfahre. Dankeschön. Big Lou will ein Rennen fahren. Okay, Big Lou will ein Rennen. Er wartet auf dich. Na dann, wollen wir ihn mal nicht länger warten lassen, sondern nehmen ihm schnell das Auto ab.
Mitsubishi Eclipse, oh yeah, dum 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 dum. Kann man hier hoch? Kann man hier hoch? Nein, kann man nicht. Schade. Oh, du Idiot, ey! Hast du gesehen, dass ich Vorfahrt hab? Boah! Fällt er mir da mit Vollgas rein, ey? Ich glaub, der spinnt. Da war das Nitro gerade ein bisschen falsch eingesetzt. Aber hey, wir kriegen ihn. Das war jetzt schon da vorne. Na, was sag ich? In diese... Oh, was willst du denn? In diese Blacklist-Rennen sind teilweise leichter als... Ich sag mal, die Vorbereitungsrennen. Na gut, man hat halt hier nur einen Gegner, ne? Das ist halt schon... Muss man sich nur auf einen konzentrieren. Vor allem zum Beispiel jetzt hier beim Blockieren. Es ist einfacher, einen zu blockieren als drei, ist ja klar. Aber trotzdem sind wir halt meistens auch eine Ecke schneller als er. Oder halt als der Blacklist-Fahrer. So, dann nochmal hier entlang. So, hui. Diesmal ohne blödes Auto. Na also, geht doch. Ach egal. War ja eben genauso. Da oben kriegen wir ihn wieder. Sag ich doch. Gott sei Dank, ey. So, jetzt gehen wir dran vorbei und dann hier rum. Scheiße! Ich hab die Kurve nicht gut genommen. Okay, jetzt müssen wir mal Gas geben, ein wenig. Ich hoffe, er fährt außen rum. Er fährt außenrum. Na, danke. Das hat mir sehr geholfen. Die Autos haben mir gerade auch sehr geholfen. Oh, der LKW kommt uns nicht in die Quere. Gut. Hoffentlich ihm. Aber nein, auch nicht. Schade. Da vorne ist das Ziel. Hier ist das Ziel. Ja. Das hätten wir. So, jetzt Runde 2. Oder Rennen 2, besser gesagt. Wing, ding, 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 wing, ding, 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 ding. Und go. Tschüss. Hui! Hohoho! Da sind wir fast umgekippt. Ist das jetzt hier das gleiche Rennen nur rückwärts? Quasi? Ich glaube ja. Ach, man darf hier wieder nicht durch. Mann! Da könnte man so schön abkürzen. Aber nee! Feine Herr Spiel will ja, dass man hier außen rum fährt. Mann, 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 Mann. Yeah.
Ah, das hier sind jetzt diesmal sogar drei Runden. Ach ja, immer diese Rundkursrennen. Einerseits ist es praktisch, weil man mehr Zeit hat. Für Aufholen oder... Oh Gott. Für Aufholen oder so. Aber andererseits ist es auch scheiße, wenn man in der letzten Runde überholt wird, kurz vom Ziel, dann muss man alle Runden nochmal fahren. Ich finde immer noch die Sprintrennen am besten. So, gleich haben wir die erste Runde hinter uns. Ich habe irgendwie das Gefühl, im fünften Gang fehlt dem Auto hier ein bisschen die Power. Irgendwie weiß ich nicht. Oder war dem sechsten? Ich weiß es nicht. Weil meistens fahren wir hier im vierten Gang. Der fünfte ist immer nur kurz drin. Ach nö! So, mal gucken, wo er lang fährt. Okay, ich fahre hier lang. Das war sehr knapp. Das war sehr, sehr, sehr knapp. Okay, Kurve richtig verkackt, aber trotzdem nach vorne. Wobei ein schöner Drift war. Oh, er fährt auch hier lang. Aber nicht so elegant wie wir. Oh Mann. Ah, wir kommen jetzt dem Ende von Runde 2 näher. Okay, in Gang 6 hat er sehr wenig Power, wie man hier gerade sieht. Weil irgendwie passiert hier gar nichts. Außer, dass wir Geschwindigkeit verlieren. So, das war Runde 2. Runde 3 folgt zugleich. Nein! Scheiß Mauer! Kollege, du bleibst hinter uns. Haben wir uns verstanden? Nitro spare ich mir gerade ein bisschen, das lohnt sich hier nicht. Hier auf der Geraden können wir das eigentlich benutzen. Machen wir auch. So, scheiß News-Auto. Ah, oh, Mauer, nein! Ich hätte es mir noch sparen sollen, verdammt. Okay. Jetzt müssen wir den Kollegen wieder einholen. Scheiße, ey, Mann. Das war echt uncool. Ah, er nimmt auch die Abkürzung, leider. Ah, ich glaube, wir kriegen ihn aber.
Ja, das können wir auch, Kollege. Das können wir auch. Offenbar auch besser als du. Oh, Auto. Junge. Ich weiß nicht, was du mit dem sechsten Gang willst. Ganz ehrlich. Oh, kurz vom Ziel, kurz vom Ziel. Nicht überholen lassen, nicht überholen. Nein. Nein, nein.